Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Valhalla, obwohl das Spiel schon wieder unheimlich schön ist, muss ich ja mal sagen. Das Spiel kann halt echt, also es ist jetzt nicht mega krasse Grafik, ne? Aber es kann einfach richtig schön aussehen. Landschaftlich, also mir gefällt es auf jeden Fall. So, wir sind aber nicht hier, um die Landschaft zu be doch schon ein bisschen. Aber nicht hauptsächlich. Wir gucken mal in den Kodex, was wir hier Neues haben. Der Wald von Epping. Obwohl wir heutzutage Wälder eher als beruhigende Orte für Spaziergänge und Picknicks sehen, waren sie im dunklen Zeitalter aufgrund der hohen Dichte an Räubern und Gespenstern deutlich gefährlicher. Der Wald um das damalige Eppinger war quasi ein Wallfahrtsort für Diebe, die hier Reisenden auf dem Weg ins weiter südlich gelegene London auflauerten. Und er wurde zu Recht misstrauisch beäugt und nur widerwillig betreten. Der Wald. Dieses alte Gebiet, der andere des Wald, im heutigen Ashdown Forest, bietet einen erstaunlichen Überblick über die umliegende Landschaft. Zu Zeiten der Römer war das Waldgebiet ein wichtiges Zentrum der Eisenindustrie. Heutzutage ist es eher als Inspiration für den 100-Morgen-Wald von Winnie Pooh bekannt. Und wen haben wir hier? Den komischen Abt, ne? Kennebert, da ist er. Der Abt von Kent. Ein Abt aus Kent, der beachtliche Macht in seinem Shire hat und seinen Ambitionen und der Bereitschaft, die Religion im Streben nach politischer Macht und persönlicher Bereicherung einzusetzen, in die Geschichte eingehen wird. Nicht das erste Mal, dass so etwas geschieht und sicherlich auch nicht das letzte Mal. Denke ich nämlich auch so. Und wir sollen nämlich herausfinden, wo sich Fulke und Sigurd aufhalten, indem wir gleich in dieses wunderbare Gasthaus hier zu unserer Rechten. Da irgendwo muss. Ja, okay, ich war umgedreht. Cool. Hier, da zur Rechten müsste es eigentlich sein. Ja, na klar, hier wo der Questmarker ist, da ist das Gasthaus von Thornbridge. Und da sollen wir mal reingehen, bevor wir dann knallhart das Kloster ausplündern werden. Ne? Da hinten rechts, da sieht man es schon. Da springen wir einfach mal rein. So, ich wollte mal gucken. Beim letzten Mal kam uns einer entgegen, der sah beinahe aus wie so ein römischer Legionär. Ah, der hier eher nicht. So, dann schauen wir doch mal, was wir im Gasthaus hier reißen können. Hier ist ein If Alfred's emissaries spend a few days here, someone may know where he went. Vielleicht, vielleicht. Vielleicht sind die auch noch hier. Welcome. Ach, der hat auch einen Laden. Ja, klar, für Pferde. Logisch. So, oder halt Vögel, ne? Ja, das sieht halt auch einigermaßen gut aus, aber hat er schöne Pferde? Ja, du hast auch eine schwarze Mähne, Mann. Auf dem Vorschaubild ist die Mähne weiß. Du bist mir ein bisschen zu sehr apfelschimmelig. Maybe already? Shine. Nee, ich wollte noch mal gucken. Nee. Also die können hier auch nichts Until next anderes. we meet. I have to go. See you soon. So, wer bist du und hast du Informationen? You tried to catch flies, or would you ask something of me? I'm looking for a man. He passed through here on the king's business. No, bugger off, eh? Or I'll call the guards. I'm sick of people. You need to heal your own ills. Es ist so. How about you help me from the goodness of your heart, and then I'll leave you alone. A wise move, Mudwit. It so happens I did see Alfred's man. He's long gone, though. Maybe Gawain the Bard knows where. Where will I find him? Well, he was pissed as a newt. No. Last I saw, he was passed out in trees between the harbor and bridge. Oh, now go find someone else to vex. There was a bard drinking with the emissary. I should find him, see if he knows anything.
Ja, den haben wir doch schon gefunden beim letzten Mal. Der liegt besoffen unter der Brücke. Ich wollte mich hier noch mal kurz umgucken. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwo was zu plündern. In den Brunnen kommt man auch nicht rein. Das hier sieht doch aus wie ein Gasthaus, ne? So, also die waren definitiv hier und wir müssen jetzt zurück zur Brücke, wo ich gerade hergekommen bin, auf die andere Seite, und da liegt der Typ halt besoffen unter der Brücke. That ale-swamped scab can't have gone far. Och, jetzt wäre ich auch noch nass. Na gut. Ich hätte natürlich auch über die Brücke gehen können, aber... So, Junge, dann erzähl doch mal. Someone stole my trues. Noch nicht. You there. You alive. Patience is a tired horse. Ploddity plod plod. Another tottering teat-sucker who can't hold his drink. Let's clear your head. Oh ja, schmeißen wir ihn in den Fluss, und das machen wir natürlich nicht hier direkt so vom Ufer, ne, sondern das machen wir direkt oben von der Brücke aus. Schmeißen wir ihn einmal richtig runter. Hier, den meinte ich, den haben wir beim letzten Mal gesehen, mit diesem Kamm auf dem Helm. So, ich hoffe, ich mache jetzt das Richtige, ne? Mischere den Baden aus. Genau. Das machen wir. Dafür gibt es natürlich ein paar Möglichkeiten, aber die beste ist immer noch. Ich wollte ihn eigentlich mehr so werfen, weißt du? Kann ich ihn nicht werfen, weil er noch lebendig ist. Mann, das ist aber echt schade. Ja, na, dann gibt's ja nur eine Möglichkeit. Richtig. Ich kann nicht runterspringen. Oh Mann. Ich hatte so gehofft, ich könnte ihn oben einfach von der Brücke einmal reinwerfen. Bist du der Barde? I'm the one you sing of, Bard. Stern of eye and scanned of mercy. Have you not seen the ravens feasting in my wake? Enough! Your word mangles are making my hair ache. You and Alfred's emissary were drinking in the tavern. Tell me where he went. Were we? I was so ale-addled. Perhaps a small and silver thing upon my palm might help me recall? Ja, du bekommst gleich was Metallenes auf die Nase. How about something long and sharp in your gut? All right, no need for that. You paint a vivid picture, Dane. He was headed to the White Coast to the southeast. Dover Fortress. He said it is where they train those religious fanatics, zealots. They pray all night instead of sleeping. My thanks, and in return, wisdom. Too much beer piping will grow a fool in wit and words. My thanks, weaver of the obvious. Now leave me to my unholy punishment. Gut, Dover. Die weiße Küste. Ja, naja, weiß ich. Ich muss noch rausfinden, wo es ist. Fuck, wo ist denn Dover? Da hinten? Das sieht nicht richtig aus. Hier unten. Oh, okay. Da habe ich natürlich ein bisschen Reiseweg vor mir.
Zur Stärkung sollten wir vielleicht echt noch mal ein Kloster schnell plündern. So, die interessante Frage, die sich mir jetzt stellt, ist natürlich, kann ich hier einfach von Land aus so eine kleine Plünderung einleiten? Oder geht das schon mal gar nicht? Da unten steht ein Pferd. Ist aber nicht mein Pferd. Ist das mein Pferd? Nee. Mein Pferd sieht auch anders aus. Aber du bist immer ein hübsches Pferd. Shouldn't be seen. Better be hooded. Ach, guck mal. Ah, hier geht es. Okay. Der kommt hier vielleicht rüber geklettert. So, wo ist denn hier der Rest? Von da hinten werde ich geschossen, okay. Jetzt renne ich hier komplett sinnlos durch die Gegend. Komplett verwirrt quasi. Also wenn ich Lust gehabt hätte, hätte ich mich hier auch tatsächlich anschleichen können, ne? Erstmal ein paar Leute ausschalten und dann zum Plündern rufen können. Das war mir jetzt irgendwie ein zu ausgefeilter Plan. Schon morgen. Oh Mann. Ja, an der Kante ist geblieben. Nichts zu essen dabei, sagt mal. So, hier hinten hat jemand Probleme, glaube ich. Ha, lol. Er hat ausgeholt, nicht mal.
meine Richtung geschlagen und ich bin trotzdem umgefallen von dem Hammerschlag. Das ist halt eine Frechheit beim Spiel, ne? Wenn der Typ so ausholt, dann hat der Hammer hinten keinen Schwung, um mich umzuhauen. Okay, sehr gut, Alvor. Ich kann dann nicht mal stampfen, wenn ich die so zu Boden bringe. Das finde ich halt ein bisschen schade. So, von da hinten wird noch geschossen. Oh ja. Hab ich den jetzt geplündert oder nicht? Ja, scheinbar schon, aber es hat halt kein Loot gegeben. Auch keine Lebensenergie. Hallo, liebe Mönche. So, gehen wir mal hier rein. Give me a hand over here. Ach ja, blockiere ruhig die Tür, ist kein Problem. Geh rein oder lass es. Ja, richtig gut, dass alle so in der Tür stehen. Ich wollte ihn blocken. Warum hat das nicht funktioniert? Oh, das war falsch. Das hat nicht funktioniert? Oder doch? Doch hat's. Ist natürlich blöd, wenn ich dann hinten runterfalle. Eine Rune des Schattens, eine Rüstungsrune. Hier scheinen alle erledigt zu sein. Dann schauen wir uns das doch mal an. Wir haben es so schön verziert. Glockenbestellung. Gott hat diese Glocken gesegnet. Ihr kräftiger Klang wird uns vor den Wikingern beschützen. Wir haben Bestellung aus ganz Wessex und ich kann kaum noch den Bedarf an Wunderglocken erfüllen. Der Herr sei gesegnet, die Wikinger seien verflucht. 3 kleine Glocken für Sussex. Eine große Glocke für Canterbury? Ach ja, das H hinten wird ja mit Y gesprochen, also Canterbury ist es. Und 2 große Glocken für Essex. Ja, dann könnt ihr mal vergleichen, wer die größeren Glocken hat. Ist sehr toll. Aber vor den Wikingern beschützt euch das irgendwie trotzdem nicht. So, ein bisschen Rohmaterial haben wir bekommen. Rohmaterial. Hier runter. Okay, das ist ein bisschen weiter weg. Gibt's noch was? So, dann schauen wir mal. Wohin schauen wir als nächstes? Die Häuser lassen wir für den Schluss. Wir gehen erstmal hier rein. Das sieht doch noch einigermaßen gut aus. Aber jetzt zünden wir das ja einfach nochmal an. Das sieht aber schon ein bisschen zerstört aus, ne? Also, ich meine, das sah auch schon zerstört aus, bevor der Wagen draußen explodiert ist. Da geht's einfach nur wieder raus, okay. Doch, Alvor, komm schon, du kannst das. Wusste ich doch.
Da passe ich irgendwie noch nicht so ganz durch, ne? Okay, ich brauche einen anderen Eingang. Oben durchs Dach. Kann ich das jetzt vorwärts schieben? Nee. Ich wollte hier eigentlich an diesen Balken so ein bisschen hochklettern. Ah, doch, 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 da war doch richtig, Albo. Jetzt hast du es doch hier. Komm schon, hoch mit dir. Okay, so wird das nichts. Ich frag mal meinen Raben, wie man da reinkommt. Und die Fenster oben, die sind zu klein, ne? Mit dieser Säule in der Mitte. Da ist ein... Ah, ja, ja, okay, alles klar. Also wir müssen da außen über dieses Gestell wahrscheinlich rein. Keine Ahnung, wo mein Rabe hin wollte. So, hier. Das könnten wir jetzt zur Seite ziehen, brauchen wir aber nicht. Gibt's da unten noch was? Hier gibt's einen Eingang. Let's see. Ach, das wäre nur ein alternativer Zugangsweg gewesen. So, da drüben waren wir gerade drin, ne? Oh, wer bist du? There was method to these cuts. Ach so. Not banded rebel, but a trained Saxon warrior. Ich weiß gar nicht, warum jetzt hier immer diese Racheaufgaben kommen. Come, help me with this. Es gab auch schon wieder ein kleines Update. Das war so 600 Megabyte oder sowas groß. Und ich habe keinen Plan, was es getan hat. Dann können wir das vielleicht öffnen. Hey, komm her! So, ist auch Rohmaterial. So, hier an den Typen müsste ich mal ran, bitte. Danke. May you feast at Odin's side, warrior. Okay, das war's schon. Also eine kennt 1, 2, 3, 4 irgendwas, haben wir gerecht. Wo bist du denn? Keine Ahnung, wo der jetzt noch herkam. Drüben dieses kleine Häuschen. Hat ein bisschen was zu bieten. Da müssen wir wieder einen alternativen Weg hineinfinden. Oh, und hinterher können wir manchen. Ah, Proviant ist schon voll. Okay. Übers Dach vielleicht irgendwo. Ja, durch den Schornstein. Wir gehen durch den Schornstein. Ja, ich war ein bisschen zu weit runter. Nein, ach, Evo, ist denn ernst? Guck mal hier. Rein. Danke. Ups. Ja, warte, ich helfe dir mal. Guck mal, ins Ganze rein. Jetzt will er nicht mehr. Jetzt ist ihm zu einfach, ne? Ja. Ist mehr so wie eine Katze. Die kratzen 3 Millionen Stunden an der Tür und dann lässt man die, macht man die Tür auf und dann haben die keinen Bock mehr. Wer bist du denn? Stirb doch selbst.
Mich? Nein, nicht mich. Den hast du schon erledigt. Richtige Amateure hier. So Leute, wir wollen hier mal reingucken. Da könnte ich eine Hand gebrauchen. Oder eine Schulter. Komm her, Moment! Ja, genau, das ist eine Tür. Und wir genauso. Super gemacht. Ist das Beni Schleichlieb hier? Ich habe keine Ahnung. Vogelkäfig haben wir auch bekommen. Das ist natürlich wichtig, falls unser Rabe mal frech wird. Können wir den direkt einsperren. So, war ich hier drüben in dem Haus schon? Das war das Haus, das ich vorher geplündert hatte, ne? Mit dem, ja. Okay, inzwischen brennt das Dach natürlich richtig. Also da kommt man jetzt nicht mehr so rein, wie ich eben reingekommen bin. So, dann schauen wir mal hier, wo der alternative Eingang ist. Oben auf dem Dach vielleicht. Hey! Can't do this alone! Okay, so eine Tür hatten wir noch nicht. Ups, dankeschön. I found some lonely treasure, Abel. Ja, aber ich hab's zuerst gefunden. Nee, wir gönnen unserer Crew durch den Erfolg hier. Man muss ja auch die Erfolge mit seinem Team teilen, auf jeden Fall. Was? Wird er gekämpft? Naja, da wird gekämpft. Das ist einer von uns, oder? Der da aufs Dach klettert. Habt ihr den jetzt erledigt? Ein Kupfer-Nickel-Bahn und ein bisschen Titan. Ein zerbrochenes Schild haben wir da bekommen. Na, großartig. So, dann schauen wir doch nochmal auf die Karte. Ich meine auch, wir haben alles erledigt hier. Am Kloster. Das Gebäude hier sieht so unangetastet aus. Ah, das war, glaube ich, die kaputte Kirche, oder? Ich weiß nicht. Ich denke, alles Wichtige haben wir auf jeden Fall erledigt. Der Gesandte trägt die Nachricht, weiß ich so. Und jetzt natürlich die hochinteressante Frage. Fahren wir hier einfach mal mit dem Schiff rüber? Es könnte ja eine ganz interessante Reise werden, oder? Oder reiten wir einfach quer durch die Mitte? Und guck mal, wir können auf jeden Fall mal mit unserem Schiff bis nach dort fahren. Was sind das ja eigentlich? Eine Flusswacht. Die Feste mit der, ach, damit müssen wir uns bestimmt noch beschäftigen. Früher oder später. Achso, ich wollte doch, deswegen bin ich auch eigentlich hier reingegangen. Mal gucken, was wir mit unseren Punkten machen. Keine Ahnung. Gibt es hier nicht noch irgendwas, was einigermaßen cool ist? Sprintangriff.
Ah, Sprintangriff. Nehmen wir. So, was bist du? Geführter Pfeil? Nee, uninteressant. Automatisch plündern. Ja, wisst ihr was? Nehme ich jetzt einfach mit. Es kostet ja fast nichts. Ist ja nicht so, dass die Skillpunkte hier irgendwie sonderlich beschränkt werden, weil halt jeder Knoten gleich teuer ist. Ich weiß nicht, so Gifthauch und sowas, ne? Schlachtfeldeinäscherung, das passt halt alles nicht so richtig zum Wikinger-Thema. So, ja. Man kann es natürlich trotzdem total als Giftmeuchler Schleichtyp spielen, aber na gut. Zum Schiff. Wo ist denn unsere Katze? Achso, falsches Ende vom Schiff. Ja, nee, ich kenne mich mit Schiffen aus. Ist kein Problem. So, können wir los? Der hängt fest. Okay, das ist natürlich schon mal schlecht. Das heißt, ihr seid hier absolut kacke gespawnt. Und Leute, ist nicht euer Ernst, dass ihr hier festhängt, oder? Okay, wir können rückwärts raus. Haben die was an der Schiffssteuerung geändert? Das Wenden fühlt sich ein bisschen schneller an, ein bisschen flüssiger. Sail! Catch the wind! Was? Fahre ich jetzt in die... Hä? Sing us a song. Fahren wir jetzt nicht in die falsche Richtung? Habe ich umsonst gewendet? Natürlich fahren wir in die falsche Richtung. Wie... Wollen die da hinten lang fahren? Seid ihr doof oder so? Leute, ja, ganz ehrlich. Nee, nicht dem Fluss folgen. Bitte Segel einholen. So, könnt ihr das Schiff drehen? Need to row our way out. Ach Quatsch. Was ist das hässliche Segel hier? Ich weiß nicht, wo die lang wollten. Vielleicht wissen die, dass der Fluss da hinten an der Flusswacht gesperrt ist. Aber... keine Ahnung. Wir gucken mal, ob wir hier durchkommen. Also hier können wir auf jeden Fall plündern. Ja, da ist eine Sperrkette über dem Fluss. Das heißt, Moment, Segel einholen. Ein bisschen zurücksetzen. Ja, da müssen wir hier beim nächsten Mal erstmal diese Flusswacht und wahrscheinlich auch die Feste plündern. Damit wir hier durchkommen. Gut, machen wir beim nächsten Mal. Für heute war es das Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal einfach wieder mit dabei seid, wenn wir mehr plündern, mehr Brandschatzen und rauben und dann nach Dover fahren. Und ich bin schon gespannt, wie die großen Kreidefelsen von Dover hier aussehen im Spiel. Macht's gut und bis dann. Ciao.